Hallo, hier bei The Long Dark und wir haben eine Mission. Mission Bauernhof und heraushören, was der Herr Barker so für Dreck am Stecken hat. Der, was war das, ein Dieb und ein Lügner nach Omi? Erzählung. Ich gucke jetzt erstmal noch, ob hier oben ein paar Rohrkolben sind, die wir noch schnabulieren könnten und ja. Was so langsam? Könnten wir, das Ding ist, können wir mit einer Leuchtpistole ein Reh jagen? Ist das möglich? Bei dem Wolf hat nämlich die Pistole ja überhaupt nichts gebracht, aber... Haben wir zumindest 600 Kilokalorien aufgesammelt. Das ist schon mal viel wert. Oh, hier wird es langsam. Ich würde gerne eigentlich das Fenster aufmachen. Auch wenn dann die warme Luft reinkommt, aber dieser. Ich, warum gucke ich zur Zeit immer darüber? Was ist denn das für eine Macke? Ist immer schön, weil man, wie ich zurzeit meine eigenen Macken analysiere, ist auch wirklich traumhaft. Also und diese Lüftchen, die sind wirklich oft sehr angenehm. Oh, das ist immer so laut. Und diese Uhrzeit besonders. Eigentlich ist es hier irgendwie... Irgendwas ist hier früh immer. Und wenn früh... Also, ich habe immer zur Auswahl Müllabfuhr. Der Glascontainer-Abfuhrwagen, der ist besonders laut. Weil hier direkt, direkt hier vorne sozusagen ist ein Glascontainer. Das ist ein Träumchen. An sich ist ganz cool, weil ich muss halt selber nicht so weit laufen, um meine Gläser wegzubringen. Aber es ist halt unglaublich laut, wenn der dann kommt und das abholt. Manchmal frage ich mich, wo die Wölfe hin sind. Gute Frage. Nächste Frage. Hinter mir ist der Wolf. Ach ja, natürlich. Der miese Peter rennt uns einfach hinterher. Gibt es denn nicht? Nimm den Hasen, nicht uns. Oh, da oben ist ein Reh. Da bleibt er einfach stehen. Okay, wir müssen erstmal wieder hier rein. Die schleichen sich nämlich ganz heimlich immer an. Manchmal machen sie gerne, die Wölfe. Okay, wir dürfen nochmal alles durchsuchen. Let's go. Machen wir nochmal. Ich bin ja der Vermutung, dass er hier drin ist. Oder auch nicht. Okay, da war nur das drin. Es ist natürlich jetzt schwer, jetzt was zu suchen, wo wir schon mal durchsucht haben. Das ist nur ein Buch, okay. Weil eigentlich, wenn da leer steht, dann müsste da auch leer doch sein, oder? Also so viel sollte doch das Spiel, so, ist dieser Raum? Oh. Hey, die habe ich übersehen. Cool. Ja, ist ja super. Ist ja schon mal irgendwo in diesem Raum. In diesem Haus. Irgendwo ist gut, Will. Irgendwo ist gut. Mach es mal grob. Und wenn grob nicht reicht, dann... Dann muss ungrob her. Aber nicht ganz.
Mans Klamotten drinne? Ist wieder unterm Teppich irgendwo? Hier im Kamin? Da oben vielleicht? Ist das so auffällig eigentlich? Regal, Besen, Stuhl, Bett. Das ist natürlich jetzt tricky. Safety deposit key has to be here somewhere. Danke, Will. Danke, dass du das nochmal sagst. Das ist, ja. Ich hätte es ja schon wieder fast vergessen. Die haben wir mitgenommen. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier in Dosen sind doch manchmal Schlüssel. Tisch. Vorhang. Achso, guck mal. Diese Unterstapel. Ich versteife mich irgendwie ein bisschen auf dieses Zimmer hier. Warum auch immer. Vielleicht da oben in dem Trecker? Nee. Radio. Kann ich noch tausendmal reingucken und es wird nicht besser. Hä? Den hatten wir noch nicht durchsucht? Okay, seltsam. Anscheinend haben wir noch nicht... Okay. Na dann. Das sind... Aber wir müssen hier nicht irgendwie auseinandernehmen, oder? Tisch, das sieht immer aus wie ein Kasten, also... Tja, das hier ist... Achso, das ist der andere Dosenöffner, ne? Den wir nicht brauchen. Oder haben wir jetzt... Nee, wir haben... Ich nehme einfach mal mit. Eine Kaffeemaschine vielleicht? Nein. Metallpfanne, Ofen. Och, jemine. Da oben ist auch nichts drin. Hier unten auch nicht. Hier ist noch ein Mülleimer. Der ist durch so gut. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass ich das Spiel durcheinander gebracht habe, dadurch, dass ich schon hier war. Aber zum Beispiel Olles Amiga war doch auch schon vorher hier, ne? In dem Bauernhaus. Das hat das ja irgendwie geschrieben gehabt, dass du ja den... Das war das Erste, was du gefunden hast auf der Karte. Das Bauernhaus, weil du so weiter hinten lang gegangen bist. Und das scheint ja auch weitergekommen zu sein. Detektiv Annika ist heute nicht auf Hochtouren anscheinend. Ich weiß nicht. Teppich. Hier Teppich. Karton. Eimer. Kann man ja... Ich hätte nicht vorstellen, dass da irgendwie was drunter sein sollte oder so. Jetzt haben wir noch ein einfaches Sonderbündel. Wow. Oh Gott. Was ist das? Eine Tastatur, ein Stuhl, ein Regal, ein Rechner, ohne Bluescreen, hoffentlich. Oh, ich hatte gestern schon wieder Bluescreen. Ich finde das auch immer wirklich sehr gemein, dass dann auch so ein trauriger Smiley bei dem Bluescreen...
Nee, brauchst du nicht essen. Will. Völlig überbewertet. Das ist da immer so ein Blues, so ein trauriger Smiley dann ist. Hilft mir immer sehr weiter in der Situation. Wo zum Henker ist denn der Schlüssel? Hängt er hier vorne? Nein. Willst du mich vereiern? Der muss doch hier irgendwo sein. Er kommt. Da kann Will mir noch so lange sagen, dass der hier sein muss. Ich geh jetzt mal kurz woanders hin. Das werde ich kirr. Krieg einen Lagerkoller da drin, obwohl wir gar keinen bekommen können. So. Oh Gott. Was? Wolf ist müde, nicht mehr müde. Wolf ist auf LSD anscheinend. Was ist denn das los? Oh Gott, warum ist dieser Wolf so... Können wir einen Remix draus machen? Hinterland. Der Wolf-Remix. Der Barker-Wolf-Remix. Was... Da rennt sogar Dreh her und will mittanzen. Und warum ist dieser Wolf eigentlich wieder bei der Leiche? Das ist total affig, ne? Hör zu mal auf da drin! Ich könnte mich beeiern da drüber, wirklich. Ah, ist nichts drin, schade. Ich bin mir nicht sicher, ob der liegt oder ob der überhaupt da drin ist. Oh, ich muss hab Tränen in den Augen, schön. Der macht dabei sogar so eine Wacke hier. Greift er uns jetzt wieder an, irgendwie? Komisch. Oh, es ist sogar im Echo. Oh Gott, ich hab gerade... Das ist so meine Art von Bug, die ich sehr, sehr mag. Aber die bringt uns, glaube ich, gerade nicht weiter. Ich glaube, wir müssen wieder zur Leiche und aus seiner Leiche das holen. Hör doof, ich kann mir gerade nicht konzentrieren. Huh, ich muss mal kurz. Warte. Ich glaube, es. Contenance, Annika, Contenance. Oh. Ja, was mache ich denn jetzt? Bist du Disco Lightning damit reinbringen? Das ist doch Verschwendung. Wolf, du bist ein bisschen laut. Oh Gott,
Er hat aufgehört. Ist fertig mit Singen. Ist aber schade. Warum? Warum habe ich immer so ein Scheiß, ey? Und warum ist der Wolf da jetzt wieder drin? Haben wir eigentlich dem anderen Wolf was getan? So eine Übersicht haben wir hier gerade gar nicht, ne? Schade. Achso, der Wolf ist nur still. Der wackelt da trotzdessen weiter. Es tut mir... Warte mal, ich gehe mal kurz rein und raus. Hier ist eine Hake. Ach, Wolf, nee, komm. Ist aber nicht im Takt mit der anderen Melodie. Ist so bescheuert. Ist das... Oh, jetzt haben wir den hier drinnen noch? Das wäre mega witzig. Now to find that key. Ja, und jetzt zu diesem Schlüssel. Okay, wir lassen uns nicht ab... Macht der immer neue Geräusche? Oh, Entschuldigung. Ich kann mich beeilen darüber, wirklich. Oh. Das ist meine Art von Spiele-Backhumor, wirklich. Oh. Oh, hat aufgehört. Bist du jetzt wieder normal, Wolf? Können wir uns auf einem normalen Level unterhalten? Jetzt liegt der da. Der liegt, der Wolf. Warum liegt der denn da? Ich verstehe das nicht. Steht der jetzt gleich wieder auf? Schläft der? Macht er Mittagsschlaf? Oh Gott. Ich kann gerade nicht seriös bleiben, ne? Ey! Wenn du mich jetzt angreifst und mich tötest, dann nimm's was. Aufs Fressbrett. Sorry, aber... Warum liegt denn da ein Wolf? Jetzt mal nur so... Oh, hier liegt ein Wolf? Okay. Hast du vielleicht den Schlüssel gefressen, Wolf? Kadaver zu schlecht zum Zerlegen. Also haben wir dem doch was getan. Das ist natürlich schade. Ich hätte es gerne das Fell gehabt. Oh Mann. Okay, jetzt wissen wir aber... Hier ist übrigens die Werkbank, die nicht gerade da ist, sozusagen. Ein Gedanken. Jetzt wissen wir aber... dass der tot ist. Okay, zurück. Zurück zum Geschehen. Wir müssen tatsächlich dort diesen Schlüssel finden. Oh, puh. Oh, ich muss mich ein bisschen beruhigen, glaube ich. Oh, das war gut. Der war... Das ist kein Disco Fox, sondern das ist ein Disco Wolf. So. Jetzt zu diesem Schlüssel. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Der ist da. Keine Ahnung. Ich habe das... Die Vermutung, dass der... im Globus ist. Da ist. Nein, wo ist der? Ich weiß es nicht. Could end up being useful. Muss ich hier irgendwas auseinandernehmen, dass ich den finde? Haben wir hier denn irgendeinen Hinweis? Bankschließfachschlüssel. Also es geht nicht um diese Schließkassette. Es geht nicht. Also habt ihr euch auch so blöd angestellt oder bin ich das gerade? Ich nehme alles zurück, Nordkommande. Mal mit der Laterne? Ich weiß es nicht, ob das irgendwas bringt. So oft bringt es schon mal mit, nochmal mit der Laterne ein bisschen Licht ins Dunkle sozusagen zu bringen. Ich bin
irgendwie mal wegen Resident Evil auf diesen Kamin fixiert. Nichts, nada. Niente. Vielleicht irgendwo unter den Zeitungen drunter? Ich habe ja keine Ahnung. Da sind Socken. Ich muss hier, glaube ich, gleich alles auf links drehen. So nach Motto hier in einem... Oh, nee, so nicht. Aber da liegt ja auch nichts drunter. Blumentopf. Auch nicht. Wirklich? Nicht schön, die Situation gerade. Wirklich nicht. Was? Wo? Wo zum Henker soll der Schlüssel denn sein? Toaster. Im Toaster. Ja, ja, Bügelsäge. Haben wir noch nicht. Brett. Wir hatten eine Vermutung, dass man irgendwie Sachen zerlegen muss, um was zu finden, aber... Aber zum Beispiel, wir haben ja gar keine Bügelsäge, um zum Beispiel sowas zu zerlegen. Und ein Schlüssel bringt das auch nicht zum Vorschein. Und so viel Zunderbündel braucht kein Mensch. Ach, das ist ein Zunderbündel. Naja, Hallöchen. Weiß es nicht. Es tut mir unglaublich leid. Mann, das ist schon wieder so hagebutten-like hier. Oh. Obwohl der Wolf war wirklich lustig, also. Kann ich mich ja nicht beruhigen. Ich finde sowas immer zu herrlich, wenn sowas passiert. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Und der muss ja hier drinne sein, weil Will sagt dir, ja, dann auf zum Schlüssel. Wir haben auch irgendwie null irgendwas erfahren, oder? Wissen zu Personen, dass da noch nichts steht, finde ich irgendwie seltsam. Orte, Dinge, Aktionen. Ich weiß es nicht. Kann mich auch an keinen... Vielleicht die... Ist hier zwischen ihr rutscht vielleicht, der Schlüssel zwischen die Bank gerutscht. Und wenn das halt Herr Barker, ich hatte ja die Vermutung gehabt, dass er irgendwo draußen liegt, aber das Ding ist halt, draußen ist nichts, außer halt zwei Autos und da würde Will doch was sagen, oder? Also, na nü. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte jetzt nur halt die ganze Zeit offline sozusagen versuchen, den Schlüssel zu finden und dann halt den nächsten Part damit starten, dass ich den Schlüssel gefunden habe. Weil andere bringt ja gerade nichts. Das ist ja super unspannend, was ich hier gerade mache. Aber so richtig unspannend ist es. Sagt er irgendwas anderes, wenn wir wieder reingehen? Ich weiß es nicht. Ist gerade sehr merkwürdig.
Ups. Sehr, sehr merkwürdig. So, wenn wir jetzt reingehen, sagt Will wieder was über den Schlüssel. What the hell is that key? Ja. Genau so und nicht anders, Will. Also kann mir eigentlich, irgendwie kann ich es mir vorstellen, irgendwie aber auch nicht, bei den Sachen auseinanderzunehmen, war bis jetzt noch gar nicht so. Also würde ich es jetzt mal nicht sagen. Hinterm Vorhang ist ja auch totaler Schwachsinn. Ich könnte das benutzen. Nee, das ist doch auch nichts. Das regt mich gerade total auf, ne? Hier, da drinne, in so einem Ding. Hier in den Blumen. Nein, natürlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss den Part jetzt beenden mit der Erkenntnis, dass ich einen tollen Schlüssel nicht finde. Huh. Hm. Mir fällt auch nichts ein, was ich machen könnte, ne? Das Einzige, was ich noch mal kurz mal machen könnte, ist Notfallset, Tankstellenshop, Gefängnisprotokoll, Parkhinweis, Stromrechnung, Herr Baker. Barker, nicht Baker. Gott, Gott. Stromrechnung. Notiz des Nachbarn. Hallo Martin. Okay, Barker war Martin. Wir haben Molly gefunden. Alice war sehr erleichtert. Vielen Dank, dass du Tiere liebst. Aber sie sollen Leute Geräusch. John. Der heißt ab mit J. J. Aber wenn es ein Nachbar ist, dann würde doch Verwandter oder Bruder stehen oder so. Beim besten Willen, ich habe keine Ahnung und muss jetzt leider enttäuschenderweise diesen Part beenden. Ohne was gefunden zu haben. Und ich darf jetzt die glorreiche Aufgabe übernehmen, diesen Schlüssel hier so lange zu suchen, bis ich ihn gefunden habe, leider. Wird bestimmt super spannend. Freue mich ja. Total. Verstehe es nicht so ganz. Verstehe es nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Weiß es nicht. Oh Mann. Es tut mir wirklich leid. Es war zwar ein sehr lustiger Part wegen dem Wolf, aber lustig ist wirklich nicht, dass wir den Schlüssel nicht finden. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Und wir haben auch noch Hunger. Wow. Vielleicht sollten wir uns mal draußen einen Hase holen oder so. Das tut mir leid. Ich werde jetzt den Schlüssel suchen und dann den nächsten Part erst anfangen können, wenn ich den Schlüssel gefunden habe. Leider. Ja, dann trotzdessen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich bin noch, ja, tut mir leid für mein Lachen und so. Aber es ist halt viel zu witzig. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. This is me against the world.